Rohkost Challenge ist on again. Ja, es geht wieder los. Ich versuche jetzt gerade wieder mit Rohkost mein Leben zu verändern. Das ist so hochtrabend dahergesprochen. Aber witzigerweise meinte ich es genau so, wie ich es gesagt habe. Ich versuche mit Rohkost mein Leben zu verändern. Komischerweise. Ich weiß noch nicht, was das bedeutet, aber ich habe jetzt angefangen, viele Sachen in meinem Leben auszuschleichen und ganz viele Sachen wieder einzuschleichen. Und Rohkost ist eine Sache davon. Und zwar möchte ich auch natürlich was für meine Gesundheit tun. Ich habe auch gestern irgendwie sowas im ZDF gesehen, ne? Vegan gegen Fleischfresser und so. Das war ganz, ganz interessant. Im Moment ist das ja sowieso total in, ne? So Veganer und auch Raw Food. Und das ist eine ganz heftige Bewegung. Wer hätte das vor 2 Jahren noch gedacht, wo die meisten Leute irgendwie zu mir gekommen sind und sagten, bist du verrückt oder was? So, jetzt wollen es alle. Ja, okay, aber ja, ich gebe zu, ich bin verrückt und ich möchte es noch einmal angehen. Und jetzt ist ja warm und jetzt sollte es eigentlich gehen. Fakt ist, ich habe mit einer Colon-Hydrotherapie angefangen, die ich jetzt morgen wieder aufnehmen werde. Also ich habe jetzt ein paar Sessions gehabt und werde jetzt noch ein paar Sessions hinter mich bringen, weil es anscheinend in meinem Darm alles sehr, sehr fest sitzt. Und das Ganze hat folgenden Hintergrund. Und zwar habe ich in der Schwangerschaft einen Lichenruber bekommen. Lichenruber ist auf Deutsch eine Knötchenflechte und sieht so aus. Warte mal, ich zeige euch mal meine schönen Beine. So. Und das ist jetzt schon ein gutes Stadium, ne? Das war noch ganz, ganz viel schlimmer. Ich habe halt irgendwie so schuppenflechtemäßig Flecke auf die Beine bekommen. Und das Ganze wirklich witzigerweise, als ich mit der Rohkost aufgehört habe und schwanger geworden bin, also beziehungsweise so in diesem Übergang. Keine Ahnung. Ich glaube, es hat auch irgendwie so ein bisschen eine tiefere oder tiefgehendere Bedeutung. Auf jeden Fall möchte ich dieses Thema jetzt angehen, weil das ist ja jetzt schon irgendwie alles ewig her und das nervt mich ein bisschen mit den Beinen. Klar, mit Photoshop geht alles. Das meinte auch damals der Arzt irgendwie, wo ich meinte, ich habe keinen Bock, das zu haben. Dann bin ich wirklich zu so einem Hautarzt gegangen und dann meinte er so, ja, aber dagegen kann man nichts machen. Hier haben sie Cortisonsalbe, hier haben sie Cetirizin gegen das Kratzen, also gegen das Jucken. Und schauen sie, wie sie damit klarkommen. Da habe ich echt gesagt, okay, Prost Mahlzeit. Hautärzte sind in meinem Ansehen extrem gesunken gerade. Ja, ich möchte es auf jeden Fall jetzt angehen. Ich habe angefangen, wie gesagt, mit dieser Colon-Hydrotherapie, weil die Haut hat ja auch irgendwie immer was mit der Haut, Darmschleimhaut irgendwie zu tun. So jedenfalls sehen das die Heilpraktiker. Und ich habe gedacht, okay, wenn die normale Medizin da jetzt keine Ahnung oder keine Lösungsansätze hat, dann schaue ich mal, wie das mit der alternativen Medizin ist. Und bin dann halt zum Heilpraktiker gegangen und ich schaue mal jetzt irgendwie, wie das geht mit dieser Darmreinigung. Habe jetzt angefangen, Moringa-Pulver zu mir zu nehmen, das, was ich insgesamt sowieso ganz super finde, aber das ist, glaube ich, nochmal ein Kapitel für sich. Und mit Schüsslersalzen gehe ich das an. Aber obwohl der Arzt damals auch gesagt hat, dass mit der Ernährung hat das nichts zu tun und da gibt es nichts, was sie essen können oder nicht essen können, das bleibt da immer gleich. Das glaube ich nicht. Und ich glaube, dass man da großartige Fortschritte machen kann und ich hoffe, ihr seht mir dabei zu. Und ja, da ich jetzt einen Weg gefunden habe, das Ganze hier mit meinem Handy zu regeln, glaube ich, ich kriege das auch ganz gut hin, euch da regelmäßig zu berichten. Morgen geht's los. Morgen fange ich an mit einem Juice-Detox und das wird das härteste Ding meines Lebens, weil ich kann nicht fasten. Das mit dem Fasten, das kriege ich, habe ich bisher noch nie hinbekommen, außer in so einer begleiteten Session und da hat das Fernsehen mit zugeguckt und da habe ich einfach Schotten dicht gemacht und gehofft, dass es irgendwie vorbeigeht. Und ja, es ging vorbei. Aber so alleine zu Hause in der normalen Umgebung, das wird hart. Naja, morgen geht es los. Es sind überschaubare 3 Tage, wo ich diesen Detox mache. Und danach ist Raw Fooding, Rocking angesagt. Rocking, Rocking, Rocking. Make us Rocking again. Yeah.